Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden. Ich habe nie bisher in einer anderen Stadt gewohnt. Von daher fühle ich mich hier einfach wohl. Ob das jetzt die Zeile ist mit der Einkaufsstraße oder halt dann an der alten Oper der Platz oder auch ein paar Meter weiter runter, dann bist du am Main, kannst ein bisschen da die Natur genießen. Also eigentlich hat man alles sehr kompakt und kann man sehr leicht erreichen. Es gibt ganz viele vielfältige Orte, die mir gefallen. Wenn ich jetzt mal hier in der Stadt bin und mich dann mal hier hinsetze und einen Kaffee trinke, klar, dann entspanne ich mal, dann unterhalte ich mich nett mit ein paar Freunden oder so. Das lenkt dann schon mal ab vom Alltäglichen, von Fußball oder als Studium. Da unterhält man sich einfach mal über andere Dinge und das macht mir Spaß und ja, klar, das genieße ich dann auch. Die Batschkap ist eine absolute Kultdiskothek hier in Frankfurt. Die gibt es schon seit, glaube ich, mittlerweile 30, 35 Jahren. Und ja, eigentlich jeder, der hier in Frankfurt groß geworden ist oder hier lebt, kennt die Batschkap oder war zumindest schon mal da. Ich habe jetzt nicht so einen ganz speziellen Musikgeschmack, aber ja, so ein bisschen rockiger kann es schon sein, so mit Gitarre oder so, das finde ich dann schon cool. Also ich bin jetzt hier nicht jeden Tag im Kino, auch nicht unbedingt jede Woche, wobei es mal eine Zeit lang gab, wo ich, glaube ich, schon jede Woche mir mal einen Film angeguckt habe. Aber wenn ich Zeit habe und Lust habe und jemand finde, der mit mir geht, dann gehe ich schon gerne hierher, ja. Ich studiere im Hauptfach Sportwissenschaften und in den Nebenfächern Sportmedizin und Pädagogik. Ich muss eine 6-monatige Magisterarbeit schreiben. Mein Thema heißt die Entwicklung von sozioökonomischen Bedingungen im deutschen Frauenfußball am Beispiel von Nationalspielerinnen, der Zeit von 1997 bis 2009. Und dann habe ich noch meine Abschlussprüfung, also schriftliche Klausuren und mündliche Prüfungen. Und dann hoffe ich, dass ich das alles bestehe und mein Studium beendet habe. So richtig zu beantworten, was ich genau machen will, kann ich nicht. Also ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen, habe ich auch gemacht während meinem Studium. Vielleicht mache ich noch Trainerlizenzen oder so, wenn ich dann mehr Zeit habe nach meinem Studium. Also da lasse ich mir mal so einiges offen. Hier so eine Feier von den Fans zu bekommen, dann natürlich ist es absolut größte und dann noch hier in Frankfurt am Römer, in meiner Heimatstadt, das war einfach nur genial. Das wäre, glaube ich, ein absoluter Traum, wenn wir 2011 im eigenen Land Weltmeister werden würden und dann hier eine richtige Party steigen lassen könnten. Das wäre, glaube ich, ja, einfach nur super geil.